als Sie bei Günther Jauch Varoufakis gesehen haben mit einem Finger, der irgendwie merkwürdig nach oben zeigt. Fühlten Sie sich in irgendeiner Weise an etwas erinnert? Ich weiß wirklich nicht, was Sie meinen. Naja, ich helfe Ihnen auf die Sprünge, weil es ist so viel seitdem passiert. Ist das so ein klassisches Beispiel gewesen für Sie, wo Sie sagen, etwas, wo man sich keine Gedanken macht, große Gedanken macht, riesige Wirkung? Nein, es war ein Fehler. Es war ein Fehler, weil ich eine Emotion ausdrückte. Und ich war gebeten worden, das nonverbal zu machen. Und gelegentlich habe ich an solchen Sachen Spaß und Freude, mal was auszudrücken, was reine Gestik ist. Und ich ließ mich darauf ein. Und es hätte nicht passieren dürfen. War Ira denn echt? Ihr Mittel? Es war kein Fake-Fake. Ja. Es war jedenfalls eine sehr gute Frage. Weil ja. Bis heute frage ich mich, ob das wirklich ein Stinkefinger bei Herrn Varoufakis war. Ich finde bemerkenswert, wie damit anschließend umgegangen worden ist. Dass einige erkennen gegeben haben, dass sie dies in der Tat dieses Bild zum Anlass genommen haben, das noch mal gegenteilig zu kommentieren und als Betrug darzustellen. Und dass es einen Kommentar gibt, der sagt, es kommt gar nicht mehr auf die Wahrheit an, sondern es kommt nur noch darauf an, wie wir damit spielen. Das ist der schlimmste Kommentar, den ich zu diesem Vorgang gehört habe. Das bedeutet, dass inzwischen in dem medialen Konzert zwischen Politikern, Bürgern und denjenigen, die Medien machen, inzwischen es gar nicht mehr auf die Wahrheit ankommt. Sondern es kommt nur noch darauf an, wie wir damit spielen, wie wir Leute dazu kriegen, Klicks, Auflage und Quote zu bedienen. Und wie wir uns gegenseitig versuchen, ja, gegebenenfalls auch aufzuregen, Kommunikation herzustellen.